So, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial. Und ich habe euch gefragt, ob ihr ein Video zu dem aktuellen Metaplot haben wollt und ihr habt gesagt, ja, wir wollen das haben und so soll es sein. Ja, wer das vorherige Video noch nicht gesehen hat, der möge es sich bitte noch einmal ansehen. Wir können hier noch einmal die alte Karte dazu erkennen. Wo haben die Abenteuer gespielt? Allerdings unabhängig von dem Wo gab es natürlich noch ein paar andere Metaplot-Details, die dann auch durch aventurische Boten geklärt worden sind. Und ich versuche jetzt einfach mal einen Überblick über diese 3 Jahre zu geben, 3,5 Jahre. Was ist in dieser Zeit passiert? Ich gehe dabei natürlich nicht auf alles ein, aber das, was mir beim Lesen am wichtigsten erschien. Ich könnte das jetzt auch chronologisch machen, das heißt inneraventurisch. Ich könnte es auch außerhalb dieser inneraventurischen Chronologie machen, sprich, welcher Bote ist zuerst erschienen. Die sind nicht mehr so geordnet, wie sie es früher einmal waren. Es wird wild durch die Zeiten gesprungen. Ich ordne es jetzt allerdings einfach mal von Norden nach Süden und nicht chronologisch. Das nur als Hinweis. Ganz generell sei gesagt, der Sternenfall ist eingeleitet und der Namenlose zerrt an den Ketten. Dadurch kommen auch andere Götter wieder so ein bisschen zum Vorschein. Wir haben schon anklingen lassen, Kor kommt zum Beispiel wieder ein bisschen stärker zurück. In Havena wird dann der eigentlich myranische Gott Numinoro so wieder ein bisschen hervorgehoben. Und wir haben dann in Belhanka haben wir dann den Gehörnten, sprich Leftan, der jetzt wieder dabei ist, auch durch die Wege der Vereinigung. Ganz generell der Namenlose zerrt an den Ketten und mit ihm dann noch ein paar andere Götter. Ich gehe im verschiedenen Verlauf dann auch auf sie ein bisschen näher ein, aber wir fangen erstmal an im Norden. Ja, hier dann mit den Klingen der Nacht. Ich habe es rezensiert. Ich habe es auch, ich habe eine Frosty-Version herausgebracht, wo ich dann so ein bisschen erklärt habe, was würde ich in diesem Abenteuer anders machen. Wir haben hier dann das Vorrücken der Chakagra, der Nachtalben, die dann aus ihren unterirdischen Städten wieder nach vorne kommen. Friesow zerstören, also eine erste Stadt, die jetzt hier, zumindest in diesem Video von Norden nach Süden, eine erste Stadt, die direkt zerstört wird. Ja, die namenlosen Elfen werden aufgehalten in einer Schlacht. Die Priorskirche kümmert sich wieder ein bisschen verstärkt um den Norden, aber sie sind nicht vernichtet. Sie kommen wieder. Wann das passiert, werden wir sehen. Schauen wir mal. Ja, dann das nächste, was ich hier sehe, ist dann Notmark. Und ja, hier sei ein Spoiler gegeben, ein Spoiler für die Theaterritterkampagne. Wer die noch spielen will, wer sie vielleicht irgendwann vorhat zu leiten, ich weiß es nicht. Hier sind Spoiler drin, also wer das nicht hören will, der möge bitte bis zum nächsten Punkt springen, einfach unten auf die Verlinkung schauen. Ich werde da nochmal ein paar Zeitmarken setzen und dann springt ihr einfach weiter ins Orkland. Ja, Notmark wird zerstört durch das Schlagen der Thorvaldertrommel bzw. dieser Goblin-Pauke. Ein Vulkan, der ausbricht und dann ja im Verlaufe bzw. sehr eng verknüpft mit Festum. Ja, die Chorkirche kämpft gegen namenlose Kultisten, kämpft gegen Rondra. Es wird hier so ein bisschen dann dieser neue Kult wieder ins Leben gerufen. Der Korsmalbund, wie er hier genannt wird. Und ja, ein neuer Konflikt, der sich hier anbahnt mit den Kirchen, mit vielen verschiedenen Kirchen, die hier rangeln. Gleichzeitig, auch das ist ein dicker Spoiler, wird klar, dass dieses Bornland, was eigentlich wohl mal den Bronjaren versprochen war als Erbe der Theaterritter, gehört denen gar nicht. Da haben sie ja immer das so ein bisschen unter sich aufgeteilt und sich da aufgespielt und dann wurden die Norbaden sehr unterdrückt. Eigentlich, das wird dann klar, wird aber nicht veröffentlicht, aber im Metaplot festgeschrieben ist es, gehört dieses Bornland den Norbaden bzw. den alten Alaniern, die hier herumziehen und als Händler dann unterwegs sind. Denen gehört eigentlich das Bornland, wird aber geheim gehalten. Ja, bevor ich hier nach Yul'Gurma komme, schauen wir uns vorher nochmal das Orkland an. Da gab es dann ja die Donnerwacht-Kampagne, wo dann sich so ein bisschen herauskristallisiert hat, die Orks kämpfen gegeneinander. Wir haben auf der einen Seite Aschepelz und wir haben auf der anderen Seite den Aika Brasorak, der sammelt ja seit Jahren schon seine Ork-Armeen. Ja, da natürlich kommt es auch zu einem verstärkten Anwachsen von Brasorak oder wie er später dann in Ragnarok auch genannt wird, Razrak. Auch dieser Kriegsgott möchte wieder zurück, kämpft sich neben Rondra und Kor wieder zurück in die Riege Alvaran und ja, da
Könnte es jetzt demnächst passieren, dass die Orks gegeneinander kämpfen, dass Aschepelz gegen den Aikabrasor kämpft? Ich würde mich freuen, wenn danach die Orks nicht in einem fünften Orkensturm, über das Land herfallen und alles vernichten. Das wäre sehr schade. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt, die Orks sich gegenseitig auslöschen und danach ein Friedensvertrag zwischen den Menschen und den Orks ausgehandelt wird, denn dann kann man Orks tatsächlich auch nicht mehr als Exoten spielen, sondern in einer richtigen mittelreichischen Gruppe, meinetwegen grau, schwarz, nicht unbedingt weiß, aber dass sie dann eben nicht mehr als Exoten angesehen werden, sondern tatsächlich zu spielbaren Charakteren werden. Das ist natürlich eine Entwicklung, die sehr lange braucht, damit da Vorurteile abgebaut werden können, aber ich würde mich, wie gesagt, darüber freuen, wenn man so in diese Richtung geht, damit dann eben auch später die Goblins, die dann hier rumlaufen, ebenso in eine mittelreichische Gruppe integriert werden können. Nutzt uns ja nichts, wenn wir die Regeln dazu haben, aber ein Ork in einer Gruppe ist dann trotzdem nichts, was spielbar ist. Torval, ja, lang ist her. Filiasson ist aufgebrochen im Jahre, ich glaube, 1023, also schon einige Zeit her. Und er ist noch nicht wiedergekommen. Seine Rückkehr wird immer mal wieder von verschiedenen Skalden erwartet. Jetzt ist sein Mammut gestorben. Filiasson hat auf seiner Rundreise einen Mammut aus dem hohen Norden mitgebracht. Das ist jetzt gestorben. Einige vermuten, könnte eine Altersschwäche sein. Andere sagen, Svafnir hat anstatt Filiasson hat er jetzt dieses Mammut geholt und Filiasson noch eine zweite Chance gegeben. Wir wissen noch nicht genau, was passiert, aber es könnte sein, dass demnächst Filiasson wieder auftaucht. Ich glaube, man sollte sich von seinen Helden verabschieden. Der ist jetzt ja auch schon etwas älter, hat dann schon viele verschiedene Kampagnen mitgemacht. Also nicht nur seine eigene Filiasson-Saga, sondern auch in verschiedenen anderen Kampagnen ist er umhergereist. Unter anderem dann mit der Simyala war er auch noch ein bisschen verwoben. Ich glaube, es wäre besser, wenn er tatsächlich auch für tot erklärt wird und tatsächlich auch dann tot bleibt. Denn ich glaube, wir brauchen diesen alten Helden nicht mehr. Er muss auch keine Geheimnisse aus Myranor mehr mitbringen. Auch wenn die beiden Kontinente ein bisschen mehr verwoben werden sollen. Aber in meinen Augen, ja, er könnte wieder zurückkommen. Ich finde es nicht gut, wenn das so sein sollte. Yol'Gurmak, das ist jetzt eine Information aus dem Almanach. Auch das ein dicker, fetter Spoiler. Sollte eigentlich mit einem Abenteuerbuch mal abgehandelt werden, dann wurde es sehr schnell zu einem Roman umgemünzt. Ein Roman haben wir schon, der zweite, ja, ist jetzt wieder ausgefallen. Yol'Gurmak, Leonardo, der Splitter. Leonardo verschmilzt mit dem Splitter und verschmilzt mit der Stadt. Yol'Gurmak wird dadurch direktes Zentrum, gibt einen Sphärenriss in die Niederhöllen. Und Yol'Gurmak wächst und gedeiht, kann also so schnell nicht mehr vernichtet werden. Da muss man dann auch nicht mit der Artillerie kommen und das Skooklum schießen, denn naja, mit einer direkten Pforte in die Niederhöllen wird Yol'Gurmak noch einige Zeit bestehen. Davon können wir ausgehen. Ich würde mir wünschen, wenn Yol'Gurmak noch sehr größer wird, denn in meinen Augen brauchen wir dieses große Weißtobrien nicht, haben wir in der Vergangenheit nicht gebraucht. Lag jetzt 20 Jahre irgendwie brach, wurde jetzt wieder erobert. Aber die Städte sind natürlich restlos verseucht. Also Wahrung mit den Untoten, Esnamsbrück mit der Pyramide. Mendena wurde jetzt auch wieder befreit. Es könnte sein, dass demnächst der Herzog Bernfried, der Herzog von Tobrien von Pereinefurten, umzieht nach Mendena. Das wurde angedeutet, wir wissen es aber noch nicht genau. Er hat sich noch nicht entschieden. Aber auch das sei hier erwähnt. Ja, ich würde mich wie gesagt sehr freuen, wenn die Schwarzen Lande wieder Schwarze Lande werden. Und dann auch schwarz bleiben, damit wir hier so einen Abenteuerspielplatz haben, wo verschiedene Dämonen überall rumlaufen, wo man dann auch Schwarzmagier spielen kann, ohne dass man ja von irgendwelchen Pfeilen des Lichts gejagt wird. Gareth hat eine Akademie bekommen, Wagenheit, das ist hier so ein bisschen nördlich, da hat dann ein Störrebrander, das wird im Roman angedeutet, in dem Roman Sternlehre. Der hat einen Meteoriten gefunden, will daraus ein schwarzes Auge basteln. Das hat er wohl auch geschafft und hat jetzt nördlich von Gareth eine dritte Akademie gegründet, die er so ein bisschen verwaltet. Wir haben ja schon oben in Riva eine Störrebrander-Akademie und das ist jetzt wohl die nächste. Schauen wir mal, was da passiert. Ich bin zumindest gespannt und ansonsten haben wir hier im Süden noch die Dämonenbrache. Auch die ist wieder aktiv. Gibt wieder vermehrt Tiere und Dämonen, die daraus ausbrechen und jetzt die vor allem die Südstadt nerven.
Und ja, das kann natürlich auch wieder mit dem Namenlosen zu tun haben, dass die Sphären sehr kaputt gerissen werden. Hier verstärkt darauf achten, die Dämonenbrache existiert ja schon seit 1500, 1600 Jahren. In der ersten Dämonenschlacht von Phran Horas wurde sie hier dann aufgerissen, als die Erzdämonen hier auf Dere wandelten. Und die ist jetzt wieder aktiv. Da müssen wir nochmal ein Auge drauf haben. Der Kosch, der Kosch. Ja, der Allergrim wurde im Kosch befreit. Irgendwo hier war eingebunden in den Berg. Das ist ein Feuervogel gewesen, eine Essenz von Pyrdakor. Und die hat dann Angbar vernichtet. Wer mehr dazu wissen will, sollte in die Flusslande gucken. Da wird diese Geschichte wieder so ein bisschen aufgearbeitet. Angbar, wie gesagt, abgebrannt, gemeinsam mit Werheim und Gareth. Gareth ist natürlich wieder aufgebaut. Werheim eine Ruine von Geistern heimgesucht. Und Angbar hat jetzt einen neuen Zartempel bekommen. Ja, wie gesagt, seit dem Jahr des Feuers kaputt. Also schon auch über 10 Jahre her. Und ja, so langsam geht's Angbar wieder besser. Herzlichen Glückwunsch. Hier im Kosch haben wir so ein kleines Dörfchen. Da haben wir jetzt die 14. Offenbarung des Namenlosen gefunden. Was das soll, keine Ahnung. Ja, ich glaube, die Zahl 13. Warum man da jetzt eine Zahl 14 draus machen muss und noch eine Offenbarung hinterher schieben muss, fragt mich nicht. Aber es gibt sie. Ich glaube, das war eine Fehlentscheidung. Aber ja, herzlichen Glückwunsch, der Namenlose hat eine 14. Offenbarung. Das ist interessant. Winhall hat einen Feenkrieg. Dieses ganze Land hier, so ein bisschen dann östlich von Havena, ist ja sowieso immer Feenland gewesen. Und hier gibt es jetzt einen Krieg. Niemand weiß genau warum. Ein einziges Dorf oder eine Stadt ist verschwunden. In den Globulen einfach weggerissen. Genaues weiß man nicht. Es ist einfach weg. Und die Feen führen jetzt wohl einen Krieg und der führt sich dann im Laufe der Zeit, wird er sogar bis nach Grangor ausgebreitet. Also irgendwo zwischen diesem riesigen Gebiet liegt dann diese Globule von den Feen. Und da tauchen jetzt ja Krieger auf. Plötzlich in einem Thronsaal tauchen ein paar Feen auf, bombardieren sich da gegenseitig und machen dann diese Feier in Grangor kaputt. Das wird sicherlich nochmal sehr, sehr spannend werden. Wir haben einen Feenkrieg, von dem ich bisher so nicht viel gehört habe. Schauen wir mal, was dann die Abenteuer dann in dieser Region dazu sagen. Könnte vielleicht auch nochmal sehr drastisch werden. Ja, Havena werdet ihr dann die Infos in der Havena-Box finden. Hier in meinen Augen wichtig, Numinoro ist wieder da. Gut, Charybdoroth und Effard kämpfen da sowieso die ganze Zeit gegeneinander in der Unterstadt. Das war schon immer der Fall. Irgendwelche Seeschlangen, die da beschworen werden. Ja, ich habe es hier einfach nochmal aufgeführt, vor allem wegen Numinoro. Ja, Raggard hatte wie gesagt dann auch Razrak oder Brazoak, das hatte ich oben bei den Orks schon erwähnt, aber sei hier auch nochmal erwähnt. In Zorgarn bzw. Aranien, im gesamten, ja, im gesamten Mittelreich, überall tauchen jetzt plötzlich Zeloten auf. Was sind denn Zeloten? Zeloten sind Priester, die keinen göttlichen Segen bekommen haben, die Laien predigen. Die stellen sich einfach auf eine Kiste und erzählen dir von einem Gott. Und die tauchen jetzt überall auf. Und da kann der Namenlose natürlich sehr einfach seine Finger in eine Wunde legen und dann wird die eine Geschichte vielleicht nicht ganz so erzählt, wie sie eigentlich erzählt werden sollte. Schauen wir mal. Aber es gibt viele, viele Zeloten und wir wissen noch nicht genau, wo sie herkommen und wir wissen noch nicht genau, was sie eigentlich vorhaben. Aber es gibt sie. Zeloten. Was ich hier noch wichtig finde, Fasar. Das war so eine ganze kleine Randnotiz. Skorpione. Es tauchen vermehrt große Skorpione auf und da werde ich hellhörig, denn ich bin ein großer Fan von Bylmaresh und Bymazar. Das sind zwei Götter. Ein Skorpiongott und ein Skarabäusgott. Die liegen in der Kohm begraben. Niemand weiß genau, was das für Götter sind. Und wenn ich jetzt höre, dass bei Fasar viele große Skorpione gefunden worden sind, dann könnte es sein, dass die vielleicht ebenso mit Brazorak und Kor und Xynxie zurückkommen wollen. Wir bleiben in der Kom. Im Jahr 1039 hat der Horas, gesegnet mit einem dritten Auge, hat dann den Splitter der Charybdoroth vernichtet. Hat sich dann in die Kom, gestellt mit ein paar Magiern, hat diesen Splitter in eine Kartusche, in eine Urne getan, vergraben und dann exorziert.
Dabei ist er in eine Ohnmacht gefallen, in ein Koma, aus dem er ein Jahr lang nicht erwachte. Das ist irgendwo hier passiert. Jetzt ist er wieder zurück und erwacht. Ja, als er wieder erwacht ist, hat er irgendwie gemerkt, ich will diese Sternlehre erforschen. Das ist mein inneres Ziel. Das ist jetzt mein neuer Antrieb. Der hat da so eine kleine Vorahnung. Schauen wir mal, was er wirklich weiß. Gleichzeitig, die Sterne fallen, wie gesagt, und schlagen dann neben Arivor ein. Durch ein paar Risse in den Gesteinen sackt diese Stadt ein, rutscht runter und wird vernichtet. Ein unglaublicher Schock für die Community. Als das dann angekündigt worden ist, haben sich viele aufgeregt. Ich fand das super. Nicht, weil ich Arivor nicht mag, sondern weil ich es einfach als drastischen Schritt erkannt habe, damals wie auch Werheim, als Werheim vernichtet worden ist, als Gareth dann in Trümmern lag im Jahr des Feuers. Und jetzt ist einfach mal Arivor weg. Krass. Ich fand's super. Viele haben das verteufelt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber ja, gehört definitiv zum Metaplot. Wir haben eine Stadt verloren. Dann nicht nur so eine kleine, die dann durch die Goblin-Pauken vernichtet worden ist oder durch die Chakara, sondern eine richtig große. Ja, dann gab es einen Friedensvertrag, der zwischen dem Horasreich und Al-Anfa dann ausgehandelt worden ist. Und da haben sie sich dann so ein bisschen darauf verständigt, wir sollten uns nach dieser großen Schlacht bei Phrygaios, eine Seeschlacht, sollten wir uns dann doch nicht mehr gegeneinander bekämpfen. Wir sollten wenigstens auf Aventurien, sollten wir so ein bisschen versuchen, unsere Streitigkeiten zu beseitigen. Lass mal einen Friedensvertrag machen. Und das haben sie getan. Sie greifen sich hier nicht mehr an. Al-Anfa hat hier sogar einen Hafen bekommen. Ich würde mich super darüber freuen, wenn das jetzt mein Zyklopen-Inseln-Plot ist, wenn das mein Al-Anfa-Plot ist, wenn jetzt in dieser großen Kampagne, die angekündigt ist, vielleicht dann die Zyklopen-Inseln vorgestellt werden, aufgebaut werden. Hier ist so eine Ruinenstadt an einem Vulkan. Wenn da vielleicht auch die Helden mitbauen können, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass wir hier unseren Zyklopeninsel-Plot bekommen. Schauen wir mal, was passiert. Wir gehen rüber nach Kunchum. Ja, das Jahr 1041 steht im Fokus Kunchum. Hier wird das Magierkonvent abgehalten. Ganz viele Magier, die sich hier treffen. Eigentlich eine Begegnung, die nur alle 7 Jahre stattfindet. So dann auch jetzt. Es wurde lange darüber diskutiert, wo man sich trifft. Jetzt ist bekannt in Kunchum. Und ja, wir haben einen Lieblings-NPC wieder. Und zwar Nahema. Nahema mag eigentlich niemand. Eine Magierin in Kettenhemd, die alles kann und eine Schwächen hat. Die ist wieder da und sie hat dann bewiesen, weil sie so toll ist, dass die Sphären tatsächlich reißen. Denn sie hat Metalle mitgebracht, die es nur in einer anderen Sphäre gibt. Sie ist also als Magierin einmal kurz in eine andere Sphäre abgetaucht, hat da ein paar Metalle mitgenommen und ist dann wieder rübergegangen und hat das den Magiern auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ja, ich bin eine ganz schön gute Magierin. Ja, gab dann wie gesagt noch ein paar Streitigkeiten zwischen der weißen, der grauen und der schwarzen Gilde. Wer das wissen möchte, der kann dann nochmal in den aventurischen Boten 192 gucken. Das ist der aktuelle. Da wird dann so ein bisschen über die Zukunft der Magierschaft spekuliert, denn auch die wissen um diesen Sternfall und versuchen das alles zu interpretieren. Gut, wir gehen weiter nach Süden. Ja, Al-Anfa, bisher wirklich wenig da. Ich habe es nochmal markiert, einfach auch noch mit unter diesem Konflikt im Uturien. Denn ja, Uturia ist nicht nur entdeckt, sondern mittlerweile ist die Passage auch so sehr geklärt, dass man auch Handelswaren mit einigem Aufwand jetzt von A nach B bringen kann. Es gibt zwei Häfen. Es gab einen Wettstreit, wer kommt als erstes nach Uturien? Die Händler aus Kunchum, dann Al-Anfa und das Horasreich. Al-Anfa und das Horasreich haben gewonnen, haben da jetzt beide jeweils einen Hafen aufgebaut, versuchen sich da so ein bisschen zu unterstützen. Wie gesagt, der Friedensvertrag soll eigentlich auch für Uturien gelten, aber dadurch, dass die Sterne gefallen sind und sich verändern und verschieben, könnte es sein, dass jetzt die Längen gerade ein bisschen auf den Karten verrutschen und dass man nicht genauso bestimmen kann. Und wir werden höchstwahrscheinlich einen Stellvertreterkrieg in Uturien bekommen zwischen Al-Anfa und dem Horasreich. Ja, ansonsten, Al-Anfa hat noch zwei Romane bekommen, die von Heike geschrieben worden sind. Kann ich auch nochmal unten verlinken, wen das interessiert. Da wird dann auch nochmal die sechsteilige Al-Anfa-Kampagne vorbereitet. Aktuell ist sie noch nicht da, wir wissen noch nicht viel. Es geht wieder um viele Granden. Es wird Rabenblut weiter fortgesetzt und die
Ja, Konflikte zwischen Ordre du Matin und dem Patriarchen der Stadt Amir Honak. Das ist so ein bisschen das, was in der Antwort passiert ist, das, was in Uturien passiert ist. Das ist ganz generell dann der Plot der Aventurien bevorstand in den letzten 3,5 Jahren. Wie gesagt, zu den einzelnen Abenteuern könnte ich noch ein bisschen mehr erzählen. Schaut dazu dann in die Rezension rein, die ich getan habe oder bei anderen Kollegen und Kameraden von mir, die dann Abenteuer rezensiert haben, ob das jetzt Heldenwerke waren oder die Hauptreihe. Ich habe sicherlich noch viel, unglaublich viel vergessen, aber das war das Wichtigste, was mir in die Augen gesprungen ist. Schreibt mir sonst auch gerne noch in die Kommentare, was ich vergessen haben könnte, denn wie gesagt, ich hatte meinen Fokus jetzt auf diesen Punkten und ja, damit bin ich durch. Wunschkonzert. Ja, ich habe, wie gesagt, schon gesagt, die Orks sollten doch bitte ein bisschen zusammenrücken, dass wir hier einen Frieden bekommen, auch einen Frieden zwischen den einzelnen Völkern, zwischen Orks und Menschen. Dann würde ich mich freuen, wenn die Goblins eben auch nicht mehr diesen Exotenstatus hätten und dann auch wieder reinrücken können. Und ja, zu den Echsen haben wir bisher noch nichts gehört, die dann hier auf Marraskan sitzen oder in Selem. Auch das sind unglaubliche Exoten. Ich weiß selber nicht genau, wie man die aus diesem Status rausholen kann, aber wenn es eben diese Völker gibt, würde ich mich freuen, wenn man sie auch miteinander spielen kann. Denn was bringen mir Regeln zu Achats, was bringen mir Regeln zu Orks, wenn ich sie in einer normalen Gruppe nicht spielen kann? Das ist ein schwieriges Gebiet und das muss man sehr langsam angehen, aber der Sternfall wird es schon richten, wenn dann der Namenlose alles bedroht. Ja, dann muss man einfach zusammenrücken und dann sollte man nicht darauf schielen, dass das eine Echse ist mit ja, wechselwarmem Blut, sondern, naja, dass er oder sie mir vielleicht auch helfen kann gegen Zeloten, gegen namenlose Priester, beziehungsweise ja, Paktierer, denn es ist ja nicht offen bekannt, dass der Namenlose ein Gott ist, denn es wird erst einmal davon ausgegangen, dass es der 13. Erzdämon ist. Man ist sich da selber, wie gesagt, nicht ganz sicher. IT ist es nicht ganz klar. Das ist hochgeheimes Wissen. OT ist uns natürlich allen klar, dass es ein Gott ist und dass er Karma schenkt. Aber IT ist das, ja, es wird auch einfach nicht erzählt. Denn selbst wenn ein Preiausgeweihter so etwas herausfinden würde, dann geht er ja nicht zu einem Bauern und erzählt ihm übrigens, ein Namenloser ist gar kein Erzdämon, sondern ein Gott. Dann ist auch noch ganz wichtig, wie in den nächsten Abenteuern mit den Paktierern, mit den Geweihten des Namenlosen umgegangen wird. Ich verweise hier nochmal auf das Abenteuer, ich scroll mal in diese Karte rein. In der Anthologie Verräter und Geächtete gab es ja ein Szenario, wo ein gefallener Stern aus Havena geborgen wurde und am Ende hüpfte dann der namenlose Geweihte, die Geweihtin hüpfte dann aus dem Versteck, sagte: Haha, ich bin eine namenlose Paktiererin und ich bringe euch jetzt um. Nicht ganz so krass, aber eigentlich so war es. Sie hätte die Helden auch nie anwerben müssen, denn sie hatte mit ihren Schlägern, hätte sie selbst in den Sumpf gehen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn sämtliche namenlosen, ja, Prediger im Dunkeln agieren. Und damit sind sie eigentlich für einen Helden-Plot sind sie fast nicht zu kriegen. Das ist so das Problem, was ich mit denen habe. Paktierer kann man sehr gut entlarven, die stinken, die haben irgendwelche Paktmale, Frevlermale, die haben eine verkrümmte Haut oder was auch immer, die haben Schuppen. Bei namenlosen Paktierern, die müssen sich zwar irgendwas abschneiden, meinetwegen rasieren sie sich auch nur die Haare, einige opfern vielleicht ihren Schatten, das ist. Oft ist es sehr schwer, sowas herauszufinden, dass sie dann in den, ja, in den tieferen Kreisen vom Namenlosen drinstecken. Sie sind Verräter. Sie wirken und agieren dann, wenn es eigentlich zu spät ist. Ja, sie können dir eigentlich Rattenpilze ins Essen mischen und damit deine gesamte Heldengruppe auslöschen. Und wenn ein solcher Paktierer richtig gespielt wird und dann ja nicht sehr dämlich dann am Ende des Abenteuers hinter der Säule hervorspringt und dann ruft: Haha, ich bin der Böse und jetzt kämpfen wir, dann kann man solche Leute eigentlich nicht aufhalten. Wichtiger Punkt, den ich eben noch vergessen habe in Bezug auf Gareth. Es wurde diskutiert, dass Rohaya keine richtige Erbfolge bisher hat. Sie hat keine Kinder, sie hat jetzt Helm Hafax aufgehalten. Aber ihr fehlt noch ein Kind. Ihre Schwester ist eine Magierin, die dürfen nicht ja, Kaiserin werden.
Ihr Bruder ist auch schon vor langer Zeit gestorben. Wer wird der nächste Thronfolger? Dann nach verschiedenen Dokumenten müsste es ein Rabenmund werden, aber das will keiner, weil die Rabenmunds alle Verräter sind. Es gibt noch ein Kind. Und das wird dann im Jahr des Feuers aufgeklärt. Rohaya hat ein Kind, was im Jahr des Feuers geboren wird. Sprich, das ist jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt 13 Jahre alt. Und wenn Rohaya irgendwann von einem Namenlosen getötet werden sollte und dann ein Purpurner Dolch auftaucht, dann könnte das noch einmal eine relevante Position werden. Es wurde, wie gesagt, diskutiert, dass sie noch keine Erben hat. Finde ich wichtig zu erwähnen, denn warum sollte man so eine ja, lapidare Information nebenbei mal einstreuen? Denn sie ist noch nicht so alt. Rohaya wird noch sehr, sehr lange leben, wenn sie nicht eines unnatürlichen Todes stirbt. Die ist noch ziemlich jung und, naja, gut, Kaiser werden in Aventurien normalerweise nicht so sehr alt, aber es könnte eventuell sein, dass sie demnächst mit einem Dolch in den Rippen irgendwo aufwacht. Dann könnte dieses Kind, dieser Sohn, könnte dann vielleicht wieder relevant werden. Schauen wir mal. Gut, damit habe ich den Metaplot von den letzten 3 Jahren so ein bisschen zusammengefasst. Schaut euch die Karte an. Vielleicht habe ich was vergessen. Meldet euch in den Kommentaren bei mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.